Das ist krass. Prada zahlt dir bis zu 7000 Euro, um von zu Hause aus zu arbeiten. Du musst dich dafür nicht einmal selber zeigen und brauchst dafür auch keine Vorerfahrung. Und das Ganze ist... Okay, Affiliate-Marketing, ne? Aber warum nur Prada? Es gibt ja viele andere Marken auch. Ich meine, ich mache das seit 8 Jahren, verdiene ich mein Geld mit Affiliate-Marketing. Perfekt für Anfänger und Quereinsteiger, die sich ein Zusatzeinkommen online aufbauen wollen. Zuallererst gehst du auf die Seite farfetch.com und scrollst dann... Okay, dann können wir da auf dieser Seite aber auch ganz viele andere Sachen promoten und so. Wir müssen nicht unbedingt Prada promoten, aber okay. Hier nach ganz unten und klickst dann hier auf Affiliate-Programm. Auf dieser Seite kannst du dich dann ganz einfach als Partner registrieren und bekommst ab sofort eine Provision, wenn jemand über dich etwas kauft. Aber 7000 Euro ist schon unrealistisch. Da musst du bestimmt für 100.000 Euro Sachen verkaufen oder so. Das im Monat ist schon, da musst du schon Profi sein und ein Gewerbe musst du auch noch haben. Schauen wir mal weiter. Du gehst jetzt also zurück auf die Startseite und suchst dir hier alle Produkte raus, die du promoten willst. Danach gehst du auf die Seite Pinterest und klickst dann hier auf Erstellen. Pinterest ist cool als Traffic-Quelle. Ich habe sogar einen kleinen Pinterest-Kurs für 29 Euro. Schreib mich einfach an, wenn du den haben willst. Hier lädst du dann ganz einfach deinen Beitrag mit einer kurzen Beschreibung hoch, die du auch ganz einfach über ChatGPT generieren lassen kannst. Und ganz wichtig, hier setzt du dann deinen persönlichen Affiliate-Link rein. Und sobald jetzt jemand auf Pinterest nach Prada-Produkten sucht und dann über deinen Pin etwas kauft, bekommst du jedes Mal eine Provision gutgeschrieben. Ja, das stimmt. Ja, das ist ganz gut. Aber ich würde es halt ein bisschen anders machen, ein bisschen professioneller, sonst wirst du da höchstwahrscheinlich nicht 1 Euro verdienen und eher ein paar Ausgaben haben für Gewerbe und so weiter. Wie findest du das Video? Lass gerne ein Abo da. Es gibt aber eine noch bessere Möglichkeit mit... Okay, es gibt viele bessere Möglichkeiten. Auch die Produkte gibt es wahrscheinlich bessere, ne? Ich würde dann halt eine ganz andere Taktik. Auch das Design deines Pinterest-Kontos und so weiter, ne? Der Name des Pinterest-Kontos. Da sind sehr, sehr viele kleine Faktoren, die dann halt dich zum Erfolg führen können.